Diese Kinder trotzen Wind und Wetter. Egal ob bei Sonnenschein oder Minustemperaturen, die Waldkinder in St. Gallen freuen sich jeden Tag auf die Bäume, die Tiere und den Wald. Aber vor allem wollen sie eins. Wir können eigentlich fast mehr spielen, als lernen müssen. Das finde ich auch mega cool. Draußen austoben, rumrennen und dabei den Schulstoff erlernen. Das ist das Konzept, das die Waldschule in St. Gallen vor 20 Jahren aus Skandinavien in die Schweiz gebracht hat. Was damals den Eltern Mut erforderte, ist heute gefragt. Ich glaube einfach, dass in den ersten Jahren sehr viel über Bewegung passiert, sehr viel über Erfahrung, über Sinne, Sinnesentwicklung, echte Sinneseindrücke. Das ist eine sehr schöne Zeit. Die sind in der Natur, draußen im Freien, lernen die Natur schätzen und kennen. Also es ist eine tolle Bereicherung für die Kinder. Nerina kommt heim und sagt von außen, lass mal. Da ist im Fall ein Buchfink, der pfeift und so Sachen. Und der Bub vom Kindergarten kommt heim und sagt, heute darf ich mit dem Bieli arbeiten und ist voller Freude. Während die Kinder im Nest auf dem Waldboden die Vögel studieren, pfeifen diese über den Köpfen der Kleinen. Naturpädagogen sind überzeugt, Kinder lernen über Sinneserfahrungen. Unsere Kinder, ja, die entdecken die Welt über das Spiel und fangen dann halt auch an, alles ja, so zu verknüpfen, ihre Lernerfahrungen, die sie schon haben. Und fangen dann zumal auch an, schreiben und lesen und rechnen, weil sie es einfach brauchen im Spiel. Doch wer sich die Waldschule leisten will, muss tief in die Tasche greifen. Je nach Einkommen zahlt man 500 bis 1500 Franken im Monat. Eine Durchmischung wie in einer normalen Schule fehlt. Viele Eltern sind Ärzte oder Pädagogen. Migrantenkinder sind hier selten. Waren die Waldschulen früher nur privat, setzen jetzt auch öffentliche Schulen darauf. Seit vergangenem Sommer besuchen diese Kinder in der Außerroder Gemeinde Teufen den Waldkindergarten kostenlos. So ist mittlerweile jeder zweite Waldkindergarten öffentlich, also gratis. Es ist ein Mehrwert, es ist etwas, wo Eltern wirklich bewusst sich entscheiden können. Wir wollen, dass unser Kind sehr naturverbunden aufwächst, sich in einer Umgebung bewegt, die nicht alltäglich ist, und dass das zwei Jahre darf. Und das unterstützen wir. Den Kindern gefällt's, auch wenn sie nach einem strengen Winter den Frühling herbeisehnen. Mir gefällt es, dass die Bäume uns immer so viel spielen lassen unter ihnen. Und dass wir mit ihnen in den Wald ziehen dürfen. Nur an der frischen Luft findet der Unterricht dann doch nicht statt. Auch die St. Galler Waldkinder lernen schön schreiben drinnen. So wird das draußen Erlebte vertieft, denn der Lehrplan 21 gilt auch in der Waldschule. Ob die Waldkinder später dann bessere Noten schreiben, dazu gibt es keine Studien. Doch Neurologe Markus Weissert ist von der Waldpädagogik überzeugt. Es braucht primär die realen Erfahrungen, wo alle Sinne angesprochen werden, wo auch die Bewegungserfahrung dazukommt. Und diese Voraussetzungen braucht es eigentlich, um das virtuelle Medium, um das Tablet nachher auch sinnvoll zu nutzen, weil man weiß, wie das real ist. Spürbar ist auch der knurrende Magen. Wie das Mittagessen kochen. Auch das lernen die älteren Waldschüler in St. Gallen. Und so wird die selber gekochte Suppe zu einer weiteren Sinneserfahrung im Wald.